All of Us Strangers ist das neue Romance-Drama von Regisseur Andrew Haig. Es handelt von dem von Andrew Scott gespielten Drehbuchautor Adam, der recht zurückgezogen in einem Hochhaus in London lebt. Adam trifft auf seinen Nachbarn Harry, gespielt von Paul Mescal, mit dem er eine Liebesaffäre beginnt. Dies stellt zumindest eine Seite des Films dar, die andere setzt sich zusammen aus surrealen Begegnungen Adams mit dessen Eltern, welche in diesem Film von Jamie Bell und Claire Foy gespielt werden. Ihr merkt vielleicht schon, Foy und Bell sind im echten Leben jünger als Andrew Scott. Dies hat den Hintergrund, dass Adams Eltern verstorben sind, als dieser erst 12 Jahre alt war und er diese deshalb so jung in Erinnerung hat. Die Konversationen, die Adam mit seinen verstorbenen Eltern führt, sind also entweder Hirngespinste, Träume oder Visualisierungen des Drehbuchs, an dem Adam aktuell schreibt. Keine Angst, das mit den toten Eltern ist kein Spoiler. Ich würde sagen, diesen Film kann man auch gar nicht wirklich vorwegnehmen. Es geht nicht um Worldbuilding, es geht nicht um Twists oder sowas. Vor allem das mit den Eltern wird auch schon in den ersten 15 bis 20 Minuten klar. Wundert euch nicht, wenn ich in dieser Review etwas interpretativ werde. Anders kann man diesen Film nicht reviewen. Also keine Sorge, das sind keine Spoiler, das ist einfach nur die Herangehensweise an diesen Film. All of Us Strangers zentrales Motiv ist, würde ich sagen, zumindest das Erinnern. Über den Film hinweg betrachten wir Adam, wie dieser in Erinnerungen schwelgt, welche eben Form annehmen und uns als konventionelle Szenen präsentiert werden. Er spricht mit seinen Eltern so, wie er diese in Erinnerung hat, insofern muss er sie auch auf den neuesten Stand bringen, und so erzählt er von seiner Arbeit, dem Leben nach dem Tod seiner Eltern und von seiner Homosexualität. Ich fand es sehr interessant, uns auf diese Weise den Hauptcharakter und sein Innenleben vorzustellen. Meiner Interpretation nach ist dann auch alles, was Adam mit seinen Eltern bespricht, im Grunde seiner eigenen Gedankenwelt entsprungen. Jeder Satz, der aus dem Mund eines Elternteils kommt, ist sein eigener Gedanke. Zumindest ist das meine Auffassung dieses Films. Mein Interesse schwand allerdings nach den ersten, ich würde sagen, 45 Minuten, da dieser Film danach leider sehr eintönig und repetitiv wird. Meiner Ansicht nach ist All of Us Strangers mit seinen 106 Minuten ein gutes Stück zu lang, wenn man die zugrunde liegende Masse an Text und Subtext betrachtet. Dass Paul Mescal hier eine Rolle spielt, fand ich auch amüsant, da dessen vorherige Filme The Lost Daughter und Aftersun beide ebenfalls ähnliche Thematiken behandeln. All of Us Strangers reiht sich hier ein, fügt jedoch eine gewaltige Prise Charlie Kaufman und eine kleine Prise David Lynch hinzu. Die Stilistik ist zwischenzeitlich wechselhaft, also zu sehr konventionell inszenierten Dialogszenen gesellen sich dann schlagartig kurze, ja, horrorartige, surreale Momente, was meiner Ansicht nach einfach nicht gut funktioniert hat. Andrew Haig traut sich hier nämlich größtenteils gar nicht an stilistische Formspielereien ran, oder vielmehr unterlässt er diese, was ich persönlich für eine abstrakte Geschichte dieser Art leider nicht sehr sinnvoll finde. Es gibt keine visuelle Distinktion zwischen dem Echten und dem Unechten in diesem Film. Fast jede Szene wird identisch präsentiert, egal ob es eins von Adams, ja, sehr offensichtlichen Hirngespinsten ist, wie eine Konversation mit seinen Eltern, oder ein reales Geschehen ist. Das regt natürlich zum Gedanken an, ob nicht alles Gesehene eine bloße Traumvorstellung Adams ist. Und wie gesagt, das ist kein Spoiler, das ist einfach eine Interpretationsfrage von diesem Film. Ich persönlich finde es aber immer uninteressant, wenn alles Gesehene eine Traumvorstellung ist, denn was für einen Unterschied macht das? Ein Film ist ja nicht echt, ist nicht jeder Film eine Traumvorstellung? Und wenn es keine Traumvorstellung der Figur ist, ist es halt eine Traumvorstellung des Autors oder der Autorin. Insofern finde ich diese Herangehensweise nicht besonders interessant. Und dann kommt eben wieder die Frage auf, wieso gibt es keine abwechslungsreiche Stilistik? Wenn alles ein Traum ist, sagt mir das so persönlich nicht zu, weil ich das einfach recht uninteressant finde. Und wenn nicht, wieso ist dann alles identisch präsentiert? Was man diesem Film aber lassen muss, ist das sehr eindrucksvolle Schauspiel aller vier Castmember. Andrew Scott und Claire Foy haben mich vor allem sehr überzeugt und hier sehr eindrucksvolle Leistungen abgegeben. Zudem ist All of Us Strangers emotional sehr wirksam, was einmal dem eben grandiosen Schauspiel und der zugrunde liegenden Thematik von Verlust zuzuschreiben ist. Ich denke, dass ich mich mit diesem Film einfach nicht so ganz verbunden gefühlt habe, weil die Erfahrung der Erlebnisse Adams, welchem ich ehrlich gesagt nicht ganz unähnlich bin, einfach meine persönliche Erfahrung kein Stück widerspiegeln. Und das ist okay. Ich meine, das ist jetzt wirklich
das subjektivste Empfinden, das man an einen Film herantragen kann, aber so ein Film ist auch All of Us Strangers. Je nachdem, wie sehr euch dieser Film emotional berührt und ja, das ist eben absolut subjektiv, ich denke, desto besser oder schlechter werdet ihr den auch finden. Manchmal gibt es wirklich gelungene Filme, die sich mit mir ganz nahegehenden emotionalen Thematiken befassen, mich aber trotzdem kalt lassen, da meine Wahrnehmung zu diesen Thematiken einfach anders ist. So ging es mir zum Beispiel auch mit The Banshees of Inisherin, auch ein sehr gelungener Film, der mich durch die Behandlung oder die Art der Behandlung seiner Kernthematik entfremdet hat. Ist All of Us Strangers also sehenswert? Absolut. Er hat grandioses Schauspiel und ein interessantes Drehbuch, auch wenn mich dessen Repetition und die Inszenierung gegen Ende hin enttäuscht zurückgelassen haben.